Moin moin Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom LS19 Gutshofprojekt. Ja, ich war natürlich mal wieder, wie man es ja nicht anders kennt von mir, eine längere Zeit lang irgendwie gab es keine Videos. Ich hatte auf dem Discord nur für euch kurz zur Info geschrieben, dass ich aktuell ein paar Probleme hatte, die Videos richtig zu rendern und so weiter und so fort. Und deswegen gab es dann halt auch keine, weil das war halt eine echte Problematik. Und deswegen gibt es jetzt hoffentlich, wenn das jetzt hier wieder klappt, gibt es dann auch wieder regelmäßig Videos. Zumindest habe ich mir das vorgenommen. Denn, ja, ich habe auf jeden Fall weiterhin Bock und mit der Zeit muss ich das halt erstmal irgendwie checken, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Das andere ist, wir müssen mal gucken, ob wir überhaupt hier auf dieser Map noch bleiben wollen, weil ich habe gesehen, so ein paar andere coole Maps und Mods sind ja mittlerweile rausgekommen. Und das wollen wir natürlich, da wollen wir natürlich auch ein bisschen hin wieder aufbauen, obwohl wir jetzt schon echt lange hier auf dieser Karte am Spielen sind. Deswegen vielleicht hier mal der Ansporn, das Ganze nochmal, ja, irgendwie zu wechseln, zu ändern oder sonstiges. Das wäre, glaube ich, in der Tat gar nicht so verkehrt. Aber wir schauen mal, wir machen jetzt hier erstmal weiter. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, dann lasst mich das gerne wissen in den Kommentaren. Huch. Und wir machen hier erstmal ganz fleißig weiter. Wir werden jetzt hier erstmal ein bisschen das Feld spritzen, weil wir haben in der Zwischenzeit ja schon ein bisschen was getan. Also wir haben ja, der hat richtig Bock hier, ne? Guck mal. Der ist richtig am Wühlen. Naja, wir haben auf jeden Fall das Feld geerntet. Hinten das Feld haben wir auch geerntet. Das muss, glaube ich, noch neu angepflanzt werden. Dieses Jahr haben wir es zumindest schon mal angepflanzt. Das ist schon mal ganz gut. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie wir das Ganze hier weitermachen. Und wie gesagt, ihr dürft natürlich wie gewohnt gerne in den Kommentaren mit bestimmen, was wir hier machen wollen. Deswegen lasst es mich gerne wissen und ich bin mal gespannt, ja, wie wir das hier wieder hinbekommen. Weil das ist immer nicht ganz so einfach. Weil ich habe natürlich auch einen gewissen Selbstanspruch, dass die Qualität halt auch dementsprechend passt. Und im Moment war ich noch nicht so sonderlich damit zufrieden. Jetzt habe ich mal ein bisschen was probiert. Dann habe ich versucht, mit einem anderen Aufnahmeprogramm aufzunehmen. Das war auch eine Katastrophe. Und ich denke jetzt, ja, jetzt sollten wir das auf jeden Fall geschafft haben. Deswegen wundert euch bitte jetzt nicht, wenn hier eben ein kleiner Sprung drin ist von dem letzten Video, was wir gemacht haben, was by the way echt sehr gut ankam. Also da war ich echt begeistert, dass so viele doch noch mal meine Videos geschaut haben. Und ja, so sieht das aus. Ansonsten noch eine kurze andere kleine Randinfo. Ich weiß ja nicht, wer das von euch noch weiß oder ja überhaupt, und ne, nur mal so nebenbei. Es gibt ja noch den Kanal Simutime, also jetzt nicht auf YouTube. Auf YouTube haben wir keinen Kanal, aber wir hatten da mal so eine Webseite draus gemacht. Die besteht auch immer noch weiterhin, da kommt nur aktuell nicht so viel. Was aber im Moment ganz, ganz groß, oder was halt, was heißt ganz groß, aber was halt geht, ist der Instagram-Account. Ja, denn ich habe, oder wir haben da noch so einen Instagram-Account für Simutime. Das bedeutet, da werden wir auch Bilder von der Community posten. Das heißt, wenn ihr Bilder habt, schickt uns die dort einfach als PN, ja, auf dem Instagram-Account auf der Seite. Und dann werden wir auch eure Bilder posten. Was ich aber allerdings auch machen werde, oder versuche zumindest mal, ist Bilder aus meinen Let's Plays. Also wenn ich jetzt hier so ein geiles Gespann habe, ne, dann gucke ich mal, wie man das so ein bisschen in Szene setzen kann und wie man hier so ein geiles Bild macht. So, dann mache ich mal hier ein Bild und dann werde ich das dort vielleicht auch posten. Vielleicht aber auch auf meinem BauerLP Instagram-Account. Das heißt, checkt das gerne mal ab und falls ihr da Bock drauf habt, lasst mir natürlich gerne mal ein Follow da, ne? So, das wollte ich nur kurz am Rande gesagt haben. Hier müssen wir auch mal wieder sauer machen, den MB-Truck. Aber vorher hüpfen wir hier kurz rein und fahren mal eben hoch.
Wobei, wir gucken mal eben kurz hier auf die Karte und sehen. Genau, was ich sagen wollte, ist natürlich hier. Müssten wir mal gucken, was wir hier jetzt überhaupt angepflanzt haben. Denn wir haben ja jetzt hier Feld 13, da haben wir jetzt Weizen angepflanzt. Und hier oben auf Feld 7 haben wir, glaube ich, Sojabohnen noch angepflanzt. Alles klar, das heißt, die zwei Felder sind auf jeden Fall in der Mache. Jetzt haben wir noch Feld 14, da ist auch noch Weizen drauf. Und ich glaube, das könnte noch, könnte erntereif sein. Wobei hier, Feld 7, sehe ich gerade, ist ja noch gar nicht angepflanzt. Das bedeutet, deswegen ja auch, sitze ich auch hier in diesem Trecker drin, dass wir hier nochmal hinfahren müssen. Was mir gerade kurz aufgefallen ist, Freunde, ist, dass ich, glaube ich, die Helligkeit in dem Game nochmal ein bisschen anpassen kann, weil ich finde, dass das brennt schon so ein bisschen auf, in den Augen, gerade wenn ich so auf den Trecker gucke. Na, guck mal, wenn ich so gucke, ich fahre mal hier nochmal kurz ein Stück zurück, dann sieht man das nochmal ein bisschen besser, glaube ich. Na, oder? Wobei. Naja, gut. Schauen wir mal. Auf jeden Fall ist das hier echt ein bisschen hell, wie ich finde. Also ihr könnt mir ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, wie das im Video aussieht. Aber ich denke, dass ja, dass das doch ein bisschen runtergeschraubt werden könnte. So, dann sind wir hier bei dem Feld angekommen. Jetzt ist natürlich die Überlegung, was wir hier rauf pflanzen werden. Und das ist eine ganz gute Frage. Und zwar, da würde ich sagen, kein Weizen. Wir könnten hier. Was ist denn aktuell gut im Kurs eigentlich? Naja, Raps ist ganz gut. 1300. Oh, Hafer ist aber auch richtig gut. Dann lass uns hier lieber Hafer anpflanzen. Lass uns hier mal eine Runde Hafer machen. Komm. Was soll der Geiz, ne? Oh Mann, Leute. Das wird auf jeden Fall eine richtige Party hier. Und ich sehe auch echt. Alter, der hat richtig zu schleppen hier. Der hat richtig zu ziehen, aber okay. So. Wunderbar. Wunderbar. So sieht das aus. Und ja, ich bin mal gespannt. Also eigentlich muss ich ja sagen, gefällt mir diese Map ja sehr gut. Aber andererseits müssen wir natürlich auch mal ein bisschen wieder was hier updaten, weil wir ja relativ lange und viel ja hier schon zugange sind. Und deswegen, ja, sollten wir echt mal gucken, dass wir hier ein bisschen was Neueres bekommen. Also sei es entweder eine Map oder halt eben neue Fahrzeuge oder so. Mods muss ich mir sowieso auch nochmal angucken. Das bedeutet auch nochmal die Mitteilung an euch, wenn ihr irgendwie coole Mods habt, seht oder wisst, wo es welche gibt, lasst es mich gerne wissen, entweder hier unter den Kommentaren oder auch gerne im Discord. Link natürlich auch unten in der Videobeschreibung, natürlich. Aber damit wir hier halt ja ein bisschen wieder was frischen Wind reinkriegen. Was mir auch noch in den Kopf gekommen ist, worauf ich tatsächlich auch Bock hätte, ist noch ein neueres Projekt, sprich, dass wir ja LS ein bisschen anders machen, aber dazu vielleicht später mehr. Da muss ich mir noch mal echt ein paar Gedanken zu machen und dann werden wir das auf jeden Fall, denke ich, auch noch hinkriegen, weil es gibt da einen geilen Mod, mit dem ich eigentlich gerne mehr machen würde, der das auch so ein bisschen realistischer alles macht, und das wäre tatsächlich echt eine coole Alternative, um ein cooles Projekt noch auf die Beine stellen zu können. Die Frage ist halt nur, ob ich das halt wieder alleine mache oder ob ich dann halt mit ein paar Leuten das irgendwie zusammen mache. Und das muss ich mir halt noch mal durch den Kopf gehen lassen. Aber nichtsdestotrotz finde ich, bringt das auf jeden Fall hier sehr viel Spaß, und ich muss sagen, ich war jetzt am Wochenende, also das Video mache ich jetzt Sonntagabend, damit ihr das hoffentlich Montag habt. Und ich habe echt am Wochenende so ein paar, nebenbei mal so ein paar LS-Streams geguckt oder Videos und so. Und da habe ich festgestellt, Alter, da habe ich wieder richtig Bock drauf und da muss ich mal wieder ein bisschen mehr machen.
Und dann kam mir die Idee, eigentlich kannst du ja das gleichzeitig mit dem Kanal von Simutime verbinden, dass ich dann halt Bilder aus meinem Let's Play halt poste, weil es da halt ein paar Reibereien gab und ein paar Leute, die ein bisschen genervt waren so auf der Plattform. Und deswegen habe ich gedacht, dann mache ich das halt ein bisschen anders. Und ja, falls da jemand da draußen ist, der Bock hat, da mitzuwirken, ihr wisst Bescheid, lasst es mich auch wissen. Voll die Informationsfolge hier heute. Lasst mich alles wissen, Leute. Ja, so ist das halt, ne? Wenn man mal wieder da ist, dann muss man auch mal wieder gleich ein paar Infos raushauen und ein bisschen hier Gas geben. Und ich bin echt begeistert, wie krass die letzten zwei Folgen, die ich ja wieder gebracht habe, wie gut die tatsächlich ankamen. Da habe ich ja echt am wenigsten mit gerechnet. Und ganz ehrlich, Leute, ich habe Bock, wieder dieses Ziel, was wir von damals hatten, wieder aufzunehmen. Und das bedeutet, dass ich endlich wieder... Also ganz ehrlich, ne, klar, ich meine, YouTube macht man natürlich just for fun, also jetzt in meinem Fall. Ja, ich muss da nicht mehr eine Brötchen mit verdienen. Denn ich habe halt noch einen richtigen Job nebenbei. Also was heißt hauptsächlich eigentlich, nebenbei ist ja das. Und und ich meine, natürlich möchte man halt auch ein bisschen was erreichen. Und mein Ziel ist jetzt halt eher erstmal wieder ein bisschen hier den Groove reinzubekommen, mit euch halt wieder coole Sachen zu machen. Wieder aktiv Videos, ne? Also dass halt wirklich jeden Tag zumindest ein Video kommt, das ist mir auf jeden Fall sehr wichtig. Und das andere ist halt, dass ich ganz gerne wieder YouTube-Partner werden möchte, weil dadurch, dass YouTube ja alles umgestellt hat und alles neu ist, würde ich halt gerne wieder YouTube-Partner werden. Dazu müssen wir halt noch ein bisschen die Video-Watch-Time hochschrauben, denn ich muss, glaube ich, was war das im Monat? 40.000 Stunden Videos müssen geguckt worden sein, irgendwie so, oder 4.000, ne, 4.000 glaube ich waren das, 40, das ist ein bisschen extrem hoch, ja moin, aber ich glaube 4.000 waren das, müsste ich aber nochmal nachgucken. Das bedeutet, dass ihr die Videos halt am besten von Anfang bis Ende schaut, um mich da in der Hinsicht ein bisschen zu unterstützen, weil das wäre echt mega geil, weil da habe ich echt Bock drauf. So, abonnententechnisch ist alles im grünen Bereich, also da haben wir schon mal eines der zwei Ziele erreicht, das ist schon mal ganz gut. Aber wir müssen halt nochmal gucken, dass wir die Watchtime halt hochgeschraubt bekommen. Natürlich weiß ich, dass das auch an mir hängt, ne? Weil wenn keine Videos kommen, dann guckt natürlich auch keiner was, ist ja logisch. Aber für mich wichtig wäre halt, dass ihr die Videos natürlich dann dementsprechend halt von Anfang bis Ende schaut, weil nur so generieren wir halt die Watchtime. Und dass wir dann wieder zusammen den YouTube-Partner-Status bekommen würden, das wäre halt echt mega geil. Wenn das halt nicht so sein soll, mein Gott, dann ist das halt so, aber das wäre halt so eins meiner langfristigen Ziele. Und mal schauen, wie es wird, mal schauen, wie hilfsbereit ihr so seid. Und dann machen wir hier unseren Weg zusammen. Und dann schauen wir mal weiter. So, aber wir sind hier ja doch recht fleißig, was das angeht. Hier nur mal ein bisschen von der Innenansicht. Das sieht schon echt heftig geil aus. Und hier haben wir dann auch ein bisschen Hafer am Start. Und dann müssen wir natürlich nochmal gucken, dass wir vielleicht nochmal das eine oder andere weitere Feld hier bekommen. Und uns dann halt auch nochmal ein bisschen um die Tiere kümmern. Das müssen wir auf jeden Fall in den nächsten Folgen machen. Und dann haben wir schon mal wieder ein bisschen Grundstruktur hier auf den Hof. Nachdem ich in der Sommerpause so gesehen wer war. Aber das werden wir dann uns nach und nach zu Gemüte führen und anschauen. Und ich hoffe, euch bringt das hier genauso viel Spaß wie mir. Auch wenn jetzt so die ersten paar Folgen natürlich erstmal wieder... so sind von wegen, ne, hallo, hier bin ich wieder und erstmal gucken, was so abgeht und hast du nicht gesehen. Und natürlich hier wieder ein bisschen so die Standardsachen wie Felder anpflanzen und so Sachen.
Wobei ich auch vielleicht in diesem Projekt oder halt in dem neuen Projekt möchte ich ganz gerne eigentlich nochmal ein bisschen was mit Cosplay machen, weil das habe ich bisher noch nie gemacht, so richtig mit Cosplay gearbeitet, aber mehr dazu werden wir dann sehen. Und ich würde sagen, wenn euch das Ganze hier gefallen hat, dann lasst mir natürlich gerne einen Daumen nach oben da und abonnieren nicht vergessen und denkt auch an die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst, wenn ein neues Video online kommt. Und ansonsten würde ich sagen, ja, vielen Dank fürs Dabeisein. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut und ja, bis morgen. Ciao.